Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Herzlich willkommen Ihnen allen, liebe Geschwister im Glauben, hier im Hohen Dom zu Limburg und zu Hause, die Sie uns über den Stream verbunden sind. Ein frohes und gesegnetes Osterfest wünsche ich Ihnen allen, auch im Namen von Weihbischof Thomas und den Mitbrüdern des Domkapitels. Wie gut ist es, dass wir dieses Fest der Zuversicht feiern, in einer Zeit, die an vielen Ecken trostlos aussieht. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt Menschenweisheit. Aber sie stirbt jeden Tag. Die jungen Menschen, mit jedem jungen Menschen, der an der Front irgendeines unsinnigen Krieges sein Leben lässt. Sie stirbt in den Schreien der Angst und des Hungers der kleinen Kinder in Gaza. Sie stirbt mit jeder Geisel, die in den Kellern der Hamas stirbt, umkommt. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber wenn es menschliche Hoffnung bleibt, dann haben die großen Projekte dieser Welt, die großen Hoffnungen auf Gerechtigkeit, Frieden und Versöhnung zwischen den Menschen kaum eine Chance. Heute folgen wir der Frau, die als erste den Auferstandenen sehen durfte und sagte, Surrexit Christus, spes mea, meine Hoffnung Christus ist auferstanden. Es ist nicht mehr nur an mir zu hoffen, er ist die Hoffnung. Unsere Hoffnung lebt und deshalb lebt auch unser unbändiges Vertrauen, unsere Sehnsucht, ihm zu folgen auf dem Weg der Gerechtigkeit, der Wahrhaftigkeit und des Friedens. Lasst uns dankbar den Auferstandenen in unserer Mitte begrüßen.
allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er nehme von uns Sünde und Schuld, damit wir ihm mit frohem, dankbarem Herzen dienen. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, am heutigen Tag hast du durch deinen Sohn den Tod besiegt und uns den Zugang zum ewigen Leben erschlossen. Darum begehen wir in Freude das Fest seiner Auferstehung. Schaffe uns neu durch deinen Geist, damit auch wir auferstehen und im Licht des Lebens wandeln. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen begann Petrus zu reden und sagte: Ihr wisst, was im ganzen Land der Juden geschehen ist, angefangen in Galiläa nach der Taufe, die Johannes verkündet hat, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat, mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, wie dieser umherzog, Gutes tat und alle heilte, die in der Gewalt des Teufels waren. Denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen für alles, was er im Land der Juden und in Jerusalem getan hat.
Ihn haben sie an den Pfahl gehängt und getötet. Gott aber hat ihn am dritten Tag auferweckt und hat ihn erscheinen lassen. Zwar nicht dem ganzen Volk, wohl aber den von Gott vorherbestimmten Zeugen. Uns, die wir mit ihm nach seiner Auferstehung von den Toten gegessen und getrunken haben. Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkünden und zu bezeugen: Dieser ist der von Gott eingesetzte Richter der Lebenden und der Toten. Von ihm bezeugen alle Propheten, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen die Vergebung der Sünden empfängt. Wort des lebendigen Gottes. Das ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasst uns frohlocken und seiner uns freuen. Danket dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Huld währt ewig. So soll Israel sagen, denn seine Huld währt ewig. Des Herrn ist erhoben, die Rechte des Herrn wirkt mit Macht. Ich werde nicht sterben, sondern leben, um die Taten des Herrn zu verkünden. Der Stein, den die Bauleute verwarfen, er ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr vollbracht. Vor unseren Augen geschah dieses Wunder. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Kolosse. Schwestern und Brüder, seid ihr nun mit Christus auferweckt, so strebt nach dem, was oben ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus, unser Leben, offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der als erster in das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte. Denn sie hatten noch nicht die Schrift verstanden, dass er von den Toten auferstehen müsse. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Diese sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Frühmorgens, als es noch dunkel war. Auch Nachteulen wissen, dass den Tagesanfang eine besondere Stimmung prägt. Während am Abend der Kopf oft voll und das Herz beladen ist mit dem, was nachwirkt und erst einmal verdaut werden will, hat der Morgen etwas Ursprüngliches, Schöpferisches an sich, das hilft, die Müdigkeit zu vertreiben und in den Tag hineinzugehen. Andreas Knapp hat diese Frische beschrieben. Der letzte Stern gibt der Amsel den Einsatz. Im Crescendo des Lichts wächst die Erwartung des neuen Tages. Der erste Sonnenstrahl bricht sich in den Nachttränen. Tausendfaches Aufblitzen im Tau, als habe sich der Sternenhimmel in den Grashalmen verfangen. Alle Farben werden neu erfunden, ein Atemzug Ahnung vom ersten Schöpfungstag. Und der ehemalige Generalsekretär der Vereinten Nationen, der Schwede Dag Hammarskjöld, notierte in sein Tagebuch: Jeder Tag der Erste, jeder Tag ein Leben, jeden Morgen soll die Schale unseres Lebens hingehalten werden, um aufzunehmen, zu tragen und zurückzugeben. Und offenbar war auch Dietrich Bonhoeffer ein Freund der Morgenfrühe. Er gibt zu bedenken, in der Heiligen Schrift ist der Morgen eine Zeit voller Wunder. Er ist die Stunde der Hilfe Gottes für seine Kirche, die Stunde der Freude nach einem Abend des Weinens, die Stunde der Verkündigung des göttlichen Wirkens, der täglichen Austeilung des heiligen Mannas. Vor Tagesanbruch geht Jesus beten. In der Frühe gehen die Frauen zum Grab und finden Jesus erstanden. Im Morgengrauen finden die Jünger den Auferstandenen am Ufer des Sees von Tiberias. Es ist die Erwartung der Wunder Gottes, die die Männer früh aufstehen lässt. Der Schlaf hält sie nicht mehr. Sie eilen der frühen Gnade Gottes entgegen. In die ersten Augenblicke des neuen Tages gehören nicht eigene Pläne und Sorgen, auch nicht der Übereifer der Arbeit, sondern Gottes befreiende Gnade, Gottes segnende Nähe. Frühmorgens, als es noch dunkel war. Die Auferstehung Jesu ist wahrhaftig das große Wunder der Gnade Gottes, mit der er uns beschenkt hat. Und es wundert mich nicht, dass diese Erfahrung in den Jüngerinnen und Jüngern in der Frische des Morgens zu wachsen beginnt. Denn auch der Glaube, dass Jesus lebt und mit uns durchs Leben geht, ist ja nicht wie ein Blitz aus heiterem Himmel einfach da. Er beginnt in aller Regel zart in uns zu reifen. So wie mit dem ersten Strahl des Morgenlichts schon das ein oder andere sichtbar wird, mehr in Konturen als im Detail. Alle Ostererzählungen gehen von einem Mühen und Ringen der Jüngerschar aus. Dass das Schicksal Jesu, dessen qualvollen Tod sie aus der Ferne mit ansehen mussten, nicht am Kreuz besiegelt wird, widerspricht doch aller vernünftigen Einsicht. Auch wenn ihr Rabbi auf dem Weg nach Jerusalem mehrfach seltsame Andeutungen gemacht hatte, die Auferstehung des Christus und die Auferstehung der Toten sind nicht mit der Logik unserer Erfahrungen abzuleiten. Sie sind wahrhaftig ein Einfall Gottes. Zu vergleichen nur mit seinem ersten wunderbaren Einfall, als er aus nichts eine ganze Welt erschuf. Und auch dieses Wunder muss man lesen lernen, indem man sich regelmäßig selbst befragt und dabei an Grenzen des Wissens und der Erkenntnis stößt. Ich bin immer wieder neu beeindruckt, wie behutsam die Heilige Schrift
mich mitnimmt auf einen Weg, um irgendwann sicher zu gehen, dass Gott mein Leben und seine so geschundene Welt in gütigen Händen hält, dass mit Jesus ein Anfang gemacht ist, der Anfang einer neuen Welt voll Lebendigkeit, die auch Gewalt und Hass nicht mehr niederringen können. Einer neuen Welt, in der die Opfer von Kriegen, Terror und ungerechten Zuständen Gerechtigkeit erfahren. Einer neuen Welt, in der Wahrheit und Güte groß werden können und Bosheit und Verbrechen eingehen wie Unkraut. Dass Liebe und Gewaltlosigkeit am Ende siegen, das ist angesichts der besorgniserregenden Zustände Tag ein, Tag aus wahrhaftig schwer zu glauben. Um dahin zu kommen, braucht es einen langen Lernweg. Und weil der nicht unzweifelhaft eindeutig verläuft, brauchen wir gläubige Menschen den, der vor uns her und an unserer Seite und manchmal auch wie ein Rückenwind hinter uns geht, hinein in den lichten Tag. Fast alle Ostergeschichten sind wie Geschichten aus dem Morgengrauen, wo die Konturen noch undeutlich sind. Man muss Christus lesen lernen in dem, der wie der Gärtner aussieht. Nichts ist offensichtlich. Der Glaube ist Lesekunst. Das ist, weiß Gott, anspruchsvoll. Aber ist es nicht auch faszinierend? Und ist es nicht uns Menschen gemäß? Das weiß auch der Apostel Paulus und gibt seiner Gemeinde den Hinweis: richtet euren Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist noch mit Christus verborgen in Gott. Ja, es gilt, das neue Leben zu entdecken. Mit der Richtung nach oben empfiehlt Paulus aber gewiss nicht die fahrlässige Haltung eines Hans Guck in die Luft. Wie bald würden wir straucheln. Ich deute es so: wenn du den lebendigen Christus suchst, achte auf das, was dir anstößig im wahrsten Sinn des Wortes erscheint, was dir widerständig vorkommt und dich zum Nachdenken bewegt. Christus tritt eher im ungewohnt Neuen auf deine Lebensbahn als in der Gewohnheit, eher im ehrlichen Einspruch eines Freundes, einer Freundin, als in beruhigender Bestätigung, eher durch Verunsicherung als in Gewissheiten, die du nie hinterfragst. Ungewöhnliche Gedanken, aufrüttelnde Einsichten, herausfordernde Lebensumstände, kantige Zeitgenossen. Der auferstandene Christus bevorzugt es, dich vom Hocker zu reißen. Darum vertraue auch darauf, dass er dich in Krisenzeiten, Brüchen und Konflikten nicht im Stich lässt, sondern durch sie hindurch zu größerem Gottvertrauen und tieferer Lebensweisheit führen will. Ostern, liebe Geschwister im Glauben, will uns in Gang bringen, damit uns aufgeht, was Gott seit ewigen Zeiten schon vorhat. Was alt ist, wird neu. Was dunkel ist, wird Licht. Was tot war, steht auf zum Leben. Und alles wird heil in dem, der der Ursprung von allem ist, in unserem Herrn Jesus Christus. So hat es gestern in der Osternacht in einem Gebet geheißen. Ostern. Als Substantiv klingt das eigentlich viel zu statisch für das, was heute los ist und losgehen will. Als Tätigkeitswort könnte es vor Dynamik nur so sprühen. Der britische Jesuit Manley Hopkins hat es sich einfach herausgenommen, Ostern als Tu-Wort zu gebrauchen. Lassen wir Christus in uns Ostern,
als Tagesanbruch in unserer Dunkelheit, sagt er. Let him Easter in us. Ja, liebe Geschwister, lassen wir den Auferstandenen in seiner Frische und seiner Kraft in uns Ostern. Amen. Halleluja. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Was alt ist, wird neu, was dunkel ist, wird Licht, was tot war, steht zum Leben auf, und alles wird heil in dem, der der Ursprung von allem ist, in unserem Herrn Jesus Christus. Dich, Jesus, unserem Bruder und Herrn, bitten wir voll Vertrauen. Für die Aufbrüche zum Frieden und zur Versöhnung, inmitten von Krieg, Terror und Gewalt. Christus, auferstanden von den Toten, höre uns. Wir bitten dich, uns. Für die Verkündigung deiner frohmachenden Botschaft in unserer Zeit, inmitten von Trostlosigkeit,
Angst und Krisen. Christus, auferstanden von den Toten, höre uns. Wir bitten dich, für die Neuanfänge im eigenen Leben, in den Beziehungen zu Gott und den Nächsten, inmitten von Streit, innerem Ringen und Belastungen. Christus, auferstanden von den Toten, höre uns. Wir bitten dich, Herr. Für die Hoffnung, die durch dieses Osterfest neu geschenkt ist, inmitten von Verzweiflung, Leid und Zukunftssorge. Christus, auferstanden von den Toten, höre uns. Wir bitten dich, Herr. Für unsere Verstorbenen, inmitten von Tod, Trauer und unbeantworteten Fragen. Christus, auferstanden von den Toten, höre uns. Wir bitten dich, Herr. Ja, der Herr ist wahrhaft auferstanden. Wir bitten um dein Erbarmen heute und alle Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit. Amen.
lasset uns beten. Herr unser Gott, nimm die Gaben an, die wir in österlicher Freude darbringen, für das Opfer, durch das deine Kirche auf wunderbare Weise wiedergeboren und gestärkt wird. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, immer und überall zu danken, diesen Tag aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deiner Rechten erhöht ist, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach,
Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Georg und dem heiligen Nikolaus und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Georg und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es, darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen.
Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Solange ich atme, hoffe ich, hat der Römer Cicero gesagt. Wenn das stimmt, dann ist die Hoffnung mit dem auferstandenen Christus unendlich groß. Und wir, wenn wir uns in ihn hineinwerfen mit unserer Hoffnung, unserer kleinen, können bewirken, dass diese Welt neu wird. Lasst uns beten. Herr Auferstandener, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Friede sei mit dir, Thomas. Friede sei mit dir.
Seht Christus, unser Osterlamm, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Thank you.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast deiner Kirche durch die österlichen Geheimnisse neues Leben geschenkt. Bewahre und beschütze uns in deiner Liebe und führe uns zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Ostern, liebe Schwestern und Brüder, ist nicht nur das Ostern Christi, der vom Tod erstanden ist, es ist auch unser Ostern. So haben wir es gerade gesungen, so wird die Herde wie der Hirt einst glorreich auferstehen, wenn das mal kein Versprechen ist. Und ich glaube ihm, dass er es wahrmachen wird an jedem und jeder Einzelnen von uns. Deshalb noch einmal frohe und gesegnete Ostern für Sie und alle, die zu Ihnen gehören, die Sie in diesen Tagen treffen werden, die Sie besuchen, die zu Ihnen auf Besuch kommen. Richten Sie allen einen fröhlichen, gesegneten Gruß in diesen Tagen aus. Das Ostern ist, soll nicht hier bleiben, es soll hinein in die Welt. Und dazu hat die Pfarrei Heilige Katharina im Limburger Land eine wunderbare Idee entwickelt, nämlich diese Postkarte mit einem strahlenden Kreuz und dem Schriftwort: Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, frohe Ostern. Eine Karte ist für Sie am Eingang zu erhalten, nehmen Sie aber weitere mit und schreiben Sie sie denen, denen Sie ein gutes Osterfest und auch eine hoffnungsvolle Botschaft wünschen. Zuletzt sage ich Danke allen, die diesen Gottesdienst wunderbar gestaltet haben. In unser aller Namen danke ich dem Domorchester, den Solistinnen, Solisten und unseren Domsingknaben unter Kantor Bollendorf. Ich glaube, Schubert hätte seine Freude gehabt an dieser wunderbaren Messe und die Krönung kommt ja noch. Früh morgens, als es noch dunkel war, das war wahrscheinlich heute Morgen wirklich so, nachdem ja die Uhr umgestellt ist und es noch dunkel war, als ihr zur Probe musstet. Es hat sich gelohnt, es hat unser Herz erfreut und es hat Gott die Ehre gegeben. Danke dafür. So lasst uns Gottes Segen erbitten. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Der Name des Herrn sei gepriesen. Von nun an bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. An diesem Tag, der geheiligt ist durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, segne euch der gütige Gott und bewahre euch vor der Finsternis der Sünde. In Christus haben wir Anteil am ewigen Leben. In ihm führe euch Gott zur unvergänglichen Herrlichkeit. Amen. Unser Erlöser hat uns durch die Tage seines Leidens zur österlichen Freude geführt. Er geleite euch alle Tage des Lebens bis zu jener Osterfreude, die niemals endet. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Geht hin in Frieden, Halleluja, Halleluja.